Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Berlin Barbie YouTube Kanal. Wir räumen heute mal wieder um. Die Vorbereitungen für das ganze Umbauchaos, das wir gerade schon wieder machen, laufen auf Hochtouren. Es sind zwei Dinge geplant. Zum einen installieren wir unsere neue Affenhand-Pull-Up-Stange hier oben an der Wand mit der Idee, dass wir dann hier oben Masse-Ups machen können. Das heißt, Alexi und ich, wir basteln jetzt das und die Mädels sind drüben schon dabei, den Büroraum noch einmal überzustreichen. Hier hatten wir gestern schon angefangen. Ich habe mich, glaube ich, schon wieder hier angemalt, oder? Ich habe schon wieder so Punkte hier. Yes. Das Ganze hier ist ja auch eher so eine Sache auf Zeit. Hier passiert gar nicht so viel Spannendes, außer dass Mina ihre Schultern trainiert damit. Mal gucken, wie das hier in ein paar Minuten aussieht. Dann gleich kommt auch noch Lukas vorbei und Lukas macht hier neues Licht. Er baut hier neue Lampen ein und ich glaube, dann sieht das ganze Ding hier schon mal nochmal ganz anders aus. Und wir gehen jetzt rüber und basteln Klimmzugstangen. Wir waren ja gerade dabei, die Multiplex-Platte zuzuschneiden. Wir haben diese alten Dinger hier, die hatten wir mitgenommen. Da wurde ein Büro aufgelöst von dieser Make-up-Marke hier. Und die Dinger passen optisch eigentlich perfekt an die Wand. Und wir werden jetzt wahrscheinlich dieses Ding hier auseinandernehmen und dann einfach das, was wir hier haben an Holzmaterial, dafür benutzen und nicht die Multiplex-Platte auseinanderschneiden müssen. So verschwenden wir nicht so viel Material. Und somit haben wir dann auch was, was gleich weiß ist, was ordentlich aussieht. Und ja, was halt vielleicht ganz wichtig ist, dass wir nicht irgendwie einen neuen Müll produzieren. Deshalb werden wir jetzt das Ding hier möglichst sauber verschrotten. Basti Ladwig. Liebe Grüße an Basti Ladwig von Kost und Stumpfwut. Fest überzeugt, der nimmt mir sofort die Bohrmaschine weg, wenn er sieht. Das heißt, hiergegen kommt dann quasi die Pull-Up-Stange. Die sind doch, da kommt doch, die Pull-Up-Stange kommt doch durch, alles durch. Ach so, okay. Wir müssen den gleichen Vorbau jetzt quasi hier nochmal. Aber hier ist es ja. Richtig, das müssen wir jetzt erst bauen. Wir haben zu tun. Also. Lass mal rüber gehen gucken, Lupo, mit dem Blonden da, mit den Haaren. Die sind in Reihe geschaltet. Also das ist die letzte Leuchte und das müsste eventuell. Aber die ist nur einfach. Genau, das ist. Naja, wahrscheinlich ist die erste. Und die ist die letzte. Geht so rum. Weil da ist der Schalter. So, jetzt an dem Punkt gerade muss ich sagen, ich habe noch Bock, aber nur weil wir so viele Helfer haben, in dem Sinne. Danke an alle, die helfen und Lupo halt die Kamera gerade. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5-sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like coming down like precipitation, I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination, gotta go to Google for the information. I'm a superstar, so I gotta shine. Top dollar be the bottom line. Bottom feeding out of line. Turn your heart rate to a dotted line. Yeah, my zodiac probably dollar sign. Got the energy to win in my I'm feeling great. Got a date with destiny, focusing on my fate. I don't give a what you rapping, you been a fake. I'm everything that they ain't, it can't be, it won't be. Wanna see me fall, I can't go. So, Zwischenbilanz: Minas gewünschte Klimmzugstange ist nach 6 Stunden Montage oder so. Nach 6 Stunden Montage haben wir das angebastelt bekommen. Ich werde auch der Erste sein, der es probiert, weil wenn es irgendwem entgegenkommen soll, dann mir. Aber die Pull-Up-Stange hängt und sie ist genauso schief wie dieses gesamte Gebäude. Aber sie ist so gesehen gerade, eben, ne, wasserwagenmäßig gerade. Sieht aber schief aus, weil alles andere hier schief ist. Und drüben im Büro geht es noch weiter. Wir haben es jetzt allerdings auch schon 17.47 Uhr. Das heißt, wir haben echt eine ganze Weile hier rumgeschraubt. Wir hätten gedacht, es geht schneller. Ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es schneller geht, weil wir hatten wie immer nicht alles da, was wir dazu brauchten. Und wir dachten wirklich, wir haben alles da, aber sämtliche Schrauben, die wir hatten und das ganze Sammelsurium, das ich besitze, hat nicht gepasst. Deshalb muss man welche kaufen fahren. Dann haben wir eine Silikonspritze kaputt gemacht für den Montagemörtel, der da rein musste. Aber letztendlich haben wir es ja doch wieder hinbekommen. Und jetzt muss nur noch drüben im Büro fertig gemacht werden. Da können wir gleich mal rübergehen. Da ist nämlich Lukas am Rumlöten mit den Leuchten. Aber die neuen Wandleuchten sehen schon ganz geil aus. Wir gehen mal kurz rüber.
Wir stehen eigentlich noch mitten im Chaos. Lukas ist damit beschäftigt, hier die LED-Leiste an, irgendwie um die Ecke zu löten. Ich hab doch keine Ahnung, ist aber ja nicht mein. Also, wir haben uns mit Ruhm bekleckert und zu wenig Montagemörte hier an das Ding rangezimmert. Das bedeutet, der Montagemörte ist natürlich schon aufgebraucht. Wir haben keine Kanüle mehr, um das da reinzuspritzen. Das bedeutet, ich darf jetzt nochmal in den Baumarkt fahren. Dann machen wir die ganze Geschichte noch einmal neu. Urlaubsstange an sich hängt gerade. Wir sind eigentlich voll zufrieden. Mina ist voll happy. Wir hangen auch schon dran. Haben gemerkt, hey, wackelt ein bisschen. Dann kam uns das wieder entgegen. Aber das muss jetzt gemacht werden. Dann werden wir heute aber auf jeden Fall auch noch fertig. Und drüben, habt ihr ja schon Timelapse gesehen, sieht es auch schon richtig, richtig geil aus. Langer Tag für zwei Sachen, aber ich glaube, am Ende der Geschichte wird das Ding hier richtig fett aussehen. Ja. Und noch einmal. Wie hat Onkel Ladwig gesagt, wenn du willst, dass es hält, mach's gleich richtig. Wieder was gelernt, danke Basti. So, soweit sind wir fertig. Den Ersatz, das Ersatzschraubgewinde für den Schwerlastanker hier lasse ich jetzt noch ein bisschen länger aushärten. Nicht, dass das Ganze wieder auseinanderfliegt wie beim letzten Mal. Drüben, die Lampen sind fertig. Wir gehen jetzt nochmal kurz ins Büro rüber, zeigen, was da entstehen soll. Soweit es die Planung erlaubt, ist das jetzt hier bald als Büro geplant. Worksetup für Mina, Worksetup für Nico. Nico bekommt hier noch einen neuen Schreibtisch. Hier wird der Boden dann noch verändert. Sobald wir einen neuen Schreibtisch haben, machen wir nochmal alles in einem Abwasch. Und hier drüben kommen wir dann quasi in das neu geplante Creative Studio, die YouTube-Setups kommen hier rein und noch dazu einfach noch ein weiterer Arbeitsplatz für, ja, wer auch immer noch weiter im Büro arbeiten muss, Gruppe unter der Kamera, Mina, ich, Lukas, wer auch immer, aber hier sieht es jetzt schon richtig, richtig nice aus, Kalipa ist auch schon wieder auf seinen Platz angekommen. Und ich glaube, das war's für heute, wir haben es jetzt 20.10 Uhr und ich würde behaupten, wir gehen jetzt nach Hause.